Solche Magnete haben ja einen Nord- und einen Südpol. Aber woher weiß man denn jetzt, auf welcher Seite Nord- und auf welcher Seite Südpol ist? Na, ist doch klar, man bastelt einen Kompass. Damit das möglichst reibungslos funktioniert, hänge ich das Teil mal an ein Gummiband. Das funktioniert übrigens, weil sich gegensätzliche Pole anziehen und damit alle gleichen Pole in die gleiche Richtung schauen. Oder dieselbe Richtung schauen. So sehen wir ganz einfach, dass diese Seite der Nordpol sein muss. Denn da drüben befindet sich Norden. Und da ändert sich auch nichts, wenn ich an dem Gummiband rumzwirbel. Easy, damit wäre das auch geklärt. Aber warte mal, habe ich nicht gemeint, gegensätzliche Pole ziehen sich an? Würde das bedeuten, dass der geografische Nordpol eigentlich der magnetische Südpol ist?